Hallöchen, meine lieben Gummibärchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Candy's. Ja, wir haben im letzten Part oder in der letzten Folge die erste Nacht abgeschlossen, haben ein bisschen Katzenbesuch bekommen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Kenny und Cindy haben mal bei uns ein bisschen vorbeigeschneit, aber großartig ist nicht wirklich was passiert. Vom Affen habe ich bisher noch nichts gesehen dann in der ersten Nacht. Mal schauen, ob wir ihn hier sehen. Ich nehme es mal an, dass der Affe sich hier mal denkt, dass er jetzt sich mal zeigen will. So. Let's go. Nacht 2. Wir sind wieder hier. Wir werden wieder angerufen oder Anrufbeantworter. Okay. Hello? Hello? Hi. See? I told you you'd do just fine. Yeah. Anyway, I thought I'd mention, we have this little, list of, problems, that we have observed with the animatronics over some time. It's nothing to be concerned about, but the animatronics do have a few minor glitches. Okay, glitches? Yeah. We're of course trying to get them fixed, but you should know some of them so you don't get nervous if you hear anything. Let me see. Yeah. The animatronics sometimes start to walk around on their own. Yeah. Sometimes in the morning you find them in the strangest places. Komisch so eigentlich. See them walking around while you're here. Ja, hab ich schon gesehen in der letzten Nacht. Genau wie FNAF. Especially not around the staff. Yeah, the animatronics seem to ignore you most of the time, you know, unless you come near them. And okay. They just turn their heads and look at you. Okay, das stimmt, das stimmt nämlich. Das ist ein bad joke. I don't know. Ah, da ist er. But, ja, das ist ziemlich creepy. Yeah, we kind of had an accident about a month ago. Wo noch? It seems to have, like, traumatized their systems or something like that. Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah. Okay. So he's stored way in the back until we can get someone to fix him. Anyway, if I were you, I'd keep the other ones at a distance and use the doors if you have to. That would be it for now. Have a good night. Okay, werde ich haben. Also ich habe schon geguckt. Der Affe ist auf jeden Fall draußen und Cindy ist langsam und steht schon in den Startlöchern und um anzugreifen. Aber ich glaube, ernsthaft, der meint mit dem einen, weil da steht he, also er hat gesagt, er ist irgendwo in einem Backroom, also in so einem Hinterzimmer, ist er abgelegt. Und die wartet einfach, dass sie einen finden, der ihn den reparieren kann. Ich nehme an, dass er damit wirklich auf Old Candy anspricht, also dass er Old Candy anspricht. Weil wir den Kollegen ja noch nicht gesehen haben bisher. Obwohl, wir haben ihn schon gesehen im Original Let's Play, aber jetzt hier in dem Re-Let's Play noch nicht. Den Kollegen. Aber ich glaube, der Lessons erst in der dritten Nacht könnte vielleicht ein bisschen gefährlich werden. Weiß aber nicht mehr ganz. Niemand. Sind die eingefroren? Zum Beispiel der Affe, der läuft nicht mehr weiter. Sind die stehen geblieben? Ja. Sind eingeschlafen. Schon wieder? Oh nein. Cindy ist wieder aufgewacht. Hat sich mal entschlossen, weiter zu laufen. Du aber noch nicht, Affe. Affe. Gut. Okay. Da mal Candy, da mal Chester. Ja, ich sag ihm Affen manchmal einfach nur Affen, weil ich gerade keine Lust auf seinen Namen zu sagen. Ich weiß schon, wie er heißt. Chester nehme ich.
Jetzt entscheidet er sich mal weiterzulaufen. Wollte schon sagen. Lässt uns jetzt eins auf den ersten Nacht in Ruhe. Er zeigt sich nochmal kurz dem Publikum. Schöner Auftritt von dir, aber ich hätte gerne einen Angriff noch. Das ist das Einzige, was deiner Nummer noch fehlt. Das hier sieht so unheimlich aus, ey. Sieht schon ziemlich unheimlich aus, wenn der da so steht und dich so anstarrt. Okay. Alles auf einem Spot. Sehr schön. So, okay. Die Nächte sind ja echt noch entspannt und ich habe gemerkt, das kennen die weiter. Also, wir sind alle auf einer Linie. 3 Uhr, also Halbzeit. Also Chest hat auf jeden Fall noch Zeit, einmal anzugreifen. Ich müsste, glaube ich, nicht über die Kamera benutzen, aber ich mache es manchmal einfach, weil ich halt Lust habe. Niemand? Niemand? Oh, da ist jemand. Hallo. Candy. Oh, hallo. Da gebe ich ihm die Chance und er nutzt sie. Schön. Okay. Du bist weg und du bist auch weg. Gut. Okay. Ja, also auf jeden Fall, die beiden Katzen sind schon ein bisschen aggressiver als in der ersten Nacht. Oh, er zeigt sich schon. Oh, warte. Oh, hallo. Also, der Architekt kommt auch schon wieder raus. Ich habe auch gesehen, 4 Uhr schon. Okay, die ist eingeschlafen. Also, der steht wieder da. Du bist weg. Okay, sind die schon wieder losgelaufen? Chester steht schon wieder draußen. Also, der wird wahrscheinlich auch langsam mal sich auf den Weg machen. Also, der Affe. Der Affe. Da bist du. Da bist du. Ja. Dumm die Dumm. Was weiß ich. Und raus bist du. Nee. Ja. Ich versuche mir einfach die Zeit ein bisschen zu vertreiben, weil jetzt großartig könnte ich. Wer weiß? Wie schnell sind die auf einmal? Hat die gerade eine Kamera übersprungen oder war die einfach gerade so schnell? Ich stand doch vorne auf Kamera 2. Oh. Okay, sie hat ein Tempo drauf, sie ist schon ziemlich schnell. Candy? Ist eingeschlafen, hat keine Lust mehr. Ist zu müde, bin nicht mehr. Der macht wahrscheinlich jetzt ein Nägerchen. Schläft jetzt wahrscheinlich. Ja, Candy will nicht mehr loslaufen. Der bleibt einfach stehen. Oh, hallo. Der ist weitergelaufen. Ist weitergewatschelt. Hm, vielleicht nur manchmal noch. Oh. Oh, hallo. Mit so einem schnellen Angriff hätte ich vielleicht doch nicht gerechnet. Hallo. Affe. Ist er weg? Der ist weg. Gut. Hallo wieder auf. Okay, jetzt kommt Candy nochmal. Also jetzt ist Candy nochmal auf dem Weg. Fünf Uhr haben wir auch schon, also die Nächte gehen irgendwie voll schnell. Oder kommt sie nur so vor? Kann mir natürlich nur so vorkommen. Okay, ich glaube, Candy will uns nochmal kurz einen Besuch abstatten. Das sind jetzt, glaube ich, wie eingeschlafen. Okay, der Affe ist nicht da. Ja. Ja. Hat er gerade schon ein bisschen Misstrauen, dass er vielleicht im Office ist, aber nein, er war in seiner Bühne. Okay, Cindy kommt auch nochmal. Mal schauen, ob sie es schaffen zur Tür. Nein, schaffen sie nicht. Also ein Besuch von Candy, oder ein, ja. Zweimal oder dreimal einen Besuch vom Affen und zweimal, glaube ich, einen Besuch von Cindy. Interessant, wie aktiv sie jetzt schon waren.
Loading Feed, was sehen wir jetzt? Error, no video input. Was ist das jetzt im Datum? 23.09. Was ist das für ein Sound? Klingt schon relativ eklig. Hat da irgendjemand eine Maschine so angestellt? Angehört? Oh. Das hier. Blutiges Endoskelett. Voller Blut. Blut, Blut, Blut. Oder Ketchup halt. Ketchup. Sag mal Ketchup. Also das war's dann auch schon wieder von meiner Seite für die heutige Folge Five Nights at Candy's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch den Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Auch noch gleich Glocke aktivieren, liken und natürlich teilen mit euren Freunden. Also, dann verabschiede ich mich von euch und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.